Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crush Review. Ich bin die Jessie, wir sind heute in Paris und ich habe heute für euch ein Auto dabei, das genau hier designt wird, aber gleichzeitig auch in Rüsselsheim gebaut wird in Deutschland, und zwar den DS4. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert doch unseren Kanal The Car Crush Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und hier seid ihr bestens informiert. Und was werden wir heute gemeinsam machen? Wir werden über die Optik sprechen, über den Innenraum, wir werden über die verschiedenen Ausstattungsvarianten sprechen und vor allem hier über diese Cross-Variante und ihn auch endlich gemeinsam fahren, denn wir haben ihn euch bis jetzt ja nur statisch vorgestellt. Bleibt jetzt gerne dran und dann gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Ja, hier vorne angekommen, vielleicht erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die Jungs? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum, und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Den DS4 werdet ihr da bestimmt auch finden, und super spannend ist bei diesem Modell, dass ihr den als Diesel bekommt, ihr bekommt den als Benziner, ihr bekommt den als Plug-in-Hybrid. Heißt, ihr bekommt eine Förderung von bis zu 7.000 Euro bzw. eine Dienstwagensteuer von 0,5%, und es wird ihn auch ab 2024 als reine E-Variante geben, heißt eine Förderung von bis zu 10.000 Euro bzw. eine Dienstwagensteuer von 0,25%. Sehr spannend und schlägt sich auch auf den Leasingpreis nieder. Und wenn wir jetzt über den DS4 sprechen, hat er drei Gesichter. Einmal als DS4, einmal als DS4 Performance Line, dann ist er ein bisschen sportlicher, oder als DS4 Cross, und die Variante haben wir jetzt hier stehen. Der hat ein bisschen einen offroadigeren Anspruch, hat beispielsweise auch andere Fahrmodi im Innenraum, die zeige ich euch dann später, und auch eine andere Optik, und die besprechen wir jetzt gemeinsam. 7 Lackvarianten könnt ihr wählen, so ein Rosé-Gold, was wir euch auch schon vorgestellt haben, kostet keinen Aufpreis. Die Farbe hier kostet 700 Aufpreis, es gibt auch noch so eine Weiß-Permut-Farbe, die kostet 1000 Euro Aufpreis. Und jetzt sprechen wir hier vorne über die Optik und erstmal über den Grill. Der hat jetzt bei der Cross-Variante keine chromfarbenen Elemente wie bei den anderen Varianten, ist jetzt hier sehr groß geformt. In der Mitte dann das DS-Logo und hier oben dann auch nochmal ein Logo plus. Ja, man kann ihn Power Dome nennen hier in der Mitte auf der Motorhaube. Diese zwei Linien, die nochmal hochgehen und eben auf das DS-Logo zeigen. Und DS ist eine Designmarke. Denen ist das Design super wichtig. Ihr habt aber auch sehr viel Technik hier drin. Unter anderem habt ihr hier oben eine Kamera, die die ganze Zeit den Boden abscannt und eben adaptiv die Dämpfer anpasst. Bedeutet, ihr habt hier auch ein sehr komfortables Fahrgefühl. Darüber sprechen wir aber später noch etwas genauer. Hier unten habt ihr dann eben einen Unterfahrschutz bei der Cross-Variante, der in Chromfarben gehalten ist. Lässt den so ein bisschen ja offroadiger aussehen. Hier habt ihr dann auch nochmal ein Chromelement. Und für mich das Highlight beim DS4 sind die Leuchten. Und schaut mal, wie die jetzt hier so rumgehen. Machen auch eine wunderschöne Lichtsignatur. Serienmäßig LED-Licht, optional Matrixlicht. Und was bedeutet das Matrixlicht? Ja, das ist gut für eure Sicherheit und ist auch super, weil ihr seht auch viel mehr. Wenn ihr nachts fahrt, ist es dann beispielsweise so, dass Schilder angeblendet werden, der Gegenverkehr aber ausgeblendet wird. Heißt, ihr fahrt permanent mit Fernlicht. Wenn wir jetzt ein bisschen in die Seite gehen, sprechen wir vielleicht mal über die Maße. Der DS4 ist jetzt 4,40 Meter lang, 1,83 Meter breit und 1,49 Meter hoch. In der Cross-Variante, in der normalen Variante, ist er 1,47 Meter hoch, ist ganz allein über die Dachreling geschuldet. Habt ihr jetzt hier immer bei der Cross-Variante. Optisch Unterschied ist auch noch, dass ihr jetzt hier die Fensterumrandung in einem Schwarz habt. Und ihr habt hier auch nochmal an den Seitenschwellern eben alles in einem Schwarz. Bei den anderen Varianten habt ihr diese Elemente eben in einem Chrom. Auch Unterschied ist, dass das Dach immer in Wagenfarbe ist. Ihr bekommt es sonst bei den anderen Varianten auch nochmal abgesetzt in einer anderen Farbe. Hier haben wir jetzt die All-Black-Solution, die All-Black-Variante. Die finde ich super schick. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns vielleicht mal die Felgen an. Hier bekommt ihr 17, 19 und 20 Zoll. Hier haben wir jetzt eine 20 Zoll Felge. Übrigens in dem Segment die größten Räder, die man bekommen kann. In der Mitte dann das DS-Logo, Bicolor, finde ich super schick. Steht hier auch sehr gut im Radkasten. Spiegelkappen sind auch in Ordnung, haben eine gute Größe und man sieht hier auch gut raus aus den Spiegeln. Und sonst haben wir hier eine Kombination aus einer Kompaktlimousine und einem SUV-Coupé. Und das ist super interessant, denn sowas gibt es gar nicht so oft. Der DS4 steht auf der EMP2-Plattform, genauso wie der Peugeot 308 oder auch der Opel Astra.
ist ja ein Konzernbruder beziehungsweise eben ja Schwester, kann man so nennen, wie man will. Und ihr habt jetzt hier an der Seite auch noch eingelassene Türgriffe, die auf und zu gehen. Ich zeige euch das mal, wenn ich hier drauf drücke, gehen die eben auf. Sind einerseits gut für den CW-Wert, aber andererseits eben auch designtechnisch super schick. Und was mir an der Seite am besten gefällt, ist, dass wir jetzt hier eben so eine herabfallende Dachlinie haben und hier hinten passiert total viel. TS-Logo haben wir jetzt hier nochmal in Chrom abgesetzt. Hier auch nochmal so eine schöne Linie, die runtergeht. Und einen sehr langen Dachkantenspoiler. Für mich super schön hier von der Seite, die ganze Linie. Übrigens, was ich euch noch nicht gesagt habe, da unten seht ihr dann auch nochmal Cross als Emblem, dass ihr hier eben ja die Version habt mit dem offroadigeren Anspruch. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal nach hinten. Übrigens bekommt ihr hier immer eine 8-Gang-Automatik, egal welche Motorvariante ihr wählt, außer eben bei der reinen E-Variante in Zukunft. Und der ist immer frontangetrieben. Es wird keine Allrad-Version geben, auch nicht bei dem Cross. Und jetzt schauen wir uns das Heck an. Das ist für mich die Schokoladenseite. Wie gesagt, sehr tief gezogener Dachkantenspoiler. Hier an der Seite noch kleine Finlets. Wir haben hier in die Scheibe nochmal eingraviert bzw. eingearbeitet ein Muster, was super schick ist und so rausläuft. Und eben eine sehr abgedunkelte Heckscheibe, die perfekt, wie ich finde, passt zu diesem schwarzen Lack. Ich bin gespannt, wie man jetzt nachher da nach hinten rausschauen kann, weil sie sieht relativ klein aus und deswegen ja auch relativ schwierig, da rauszuschauen. Hier haben wir jetzt eine Verbindung zwischen den beiden Heckleuchten, die aussehen wie ein unfassbar schöner Diamant. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob euch das jetzt zu viel wäre oder nicht. Ich finde die aber sehr, sehr schick da hinten. Und wir haben jetzt hier unten auch noch im Vergleich zu den anderen Varianten eben einen Unterfahrschutz, der jetzt hier in so einem Chrom gehalten ist. Jetzt sprechen wir über den Kofferraum. Da habe ich einen kleinen Kritikpunkt. Schaut mal, wenn ich jetzt hier unten mit den Fingern reingehe, habe ich hier eine relativ scharfe Kante. Und ich kann mir vorstellen, dass ich mir im Winter auch die Finger relativ schnell schmutzig mache. Muss jetzt hier auch wirklich stark drauf drücken, dass es aufgeht. Das ist ein kleiner Kritikpunkt. Und jetzt sprechen wir über den Kofferraum. Ihr habt jetzt hier 430 Liter Fassungsvermögen, bei der Plug-in-Hybrid-Variante sind es 390 Liter, also 40 Liter weniger. Liegt daran, weil ihr hier drunter dann den Akku liegen habt, der fast 12,4 Kilowattstunden und ihr habt übrigens eine rein elektrische Reichweite von ungefähr 50, 55 Kilometer. Wenn ihr da mehr dazu wissen wollt, schaut auch gern beim Jan ins Review. Hier haben wir jetzt einen doppelten Ladeboden nochmal, könnt ihr hier auch nochmal reinschauen, etwas verstauen. Ich würde den aber eher nicht nutzen. An der Seite dann auch nochmal eine 12 Volt Steckdose. Hier drüben habt ihr dann nichts anderes, nochmal so einen kleinen Gummi, in dem ihr was verzogen könnt. Und ihr habt jetzt hier auch nochmal einen kleinen Schutz fürs B- und Entladen. Heißt, wenn ich jetzt hier eine Sprudelkiste reintrage, habe ich hier eben einen Schutz. Muss aber aufpassen, dass ich mir hier auf jeden Fall nichts zerkratze, vor allem eben auf dem schönen schwarzen Lack. Jetzt schauen wir uns noch die Hutablage an und total witzig. Sieht genauso aus wie beim Astra jetzt hier, können wir aber mal ganz einfach aufmachen. Ich mache es auch noch auf der anderen Seite. Und jetzt klappen wir gemeinsam mal die Rückbank um. Da hätte ich mir noch so einen Haken gewünscht, den ich hier einfach drücken kann auf der Rückbank, dass ich das nicht manuell machen muss. Gehe ich jetzt auch noch mal auf die Seite, dass ihr seht, wie viel Platz ihr dann letztendlich umgeklappt habt. Und so sieht es dann aus. Ihr habt aber eine Ladekante jetzt in diesem Fall. Bei der Plug-in-Hybrid-Variante ist es ein bisschen höher gesetzt, da ist die Kante nicht so groß, aber ihr habt eben auch 40 Liter weniger. Jetzt machen wir hinten mal zu. Sehr gut ist, dass der rote Knopf mir genau zeigt, wo ich drauf drücken muss. Da erkenne ich es dann direkt. Und was wir jetzt als nächstes machen, ist noch gemeinsam auf die Rückbank gehen. Ich bin 1,64 Meter klein oder groß. Und dann gehen wir mal gemeinsam hin und schauen, wie viel Platz ich habe. Kommt mit! Ja, ihr seht schon, die Sitze sind jetzt relativ weit nach hinten gestellt, auf Jans Größe eingestellt, also auf einen 1,88 Meter großen Mann. Aber ich habe trotzdem noch okay Platz nach vorne hin, ja gerade so eine Handfläche. Nach oben hin sind es zwei Fäuste, ich fühle mich hier auch wohl. Wie gesagt, die Sitze sind jetzt gerade sehr weit nach hinten gestellt. Und jetzt schaut mit mir mal hier eben die Polsterung an. Und hier sieht man eben den Anspruch von DS, weil hier wird ganz viel Wert auf Innenraumqualität gelegt und auch ganz viel aufs Detail perforiert. Hier jetzt sehr schöne Kopfstützen, die man so hochschieben kann, um eben die perfekte Höhe einzustellen. Ich fühle mich hier auf jeden Fall sehr wohl. Schwarzes Kunstleder. Wenn ich das jetzt hier runter mache, haben wir jetzt hier auch nochmal einen Cupholder. Hier kann ich dieses mittlere Teil auch rausmachen, wenn ich das möchte. Münzfach und ihr habt jetzt hier auch nochmal eine Durchreiche fürs Skifahren. Und da vorne dann noch zwei USB-C-Anschlüsse, auch nochmal ein kleines Fach und eben hier dann auch nochmal Lüftungsdüsen, die ihr verstellen könnt. Schaut mit mir mal noch gemeinsam in die Tür. Und die Tür ist für mich hier wirklich das Highlight, weil die sieht so ganz anders aus wie bei anderen Autos. Ihr habt hier oben dann Clou de Paris heißt es. Das ist so eine französische Handwerkskunst.
Fensteröffner hier oben integriert in einem Klavierlack. Ihr habt hier übrigens eine sehr gute Anlage. Hier an der Seite dann auch nochmal alles bezogen mit Leder. Hier habt ihr auch nochmal so ein kleines Fach. Was ich nicht so gern mag, ist, dass hier die Armauflage ein bisschen schmal ist, auch für meine Arme. Türöffner ist dafür gut zu finden. Und hier unten habt ihr dann relativ viel Hartplastik, aber das ist vollkommen okay. Und wie gesagt, die Anlage ist wirklich der absolute Hammer. Focal Electra. Und jetzt gehen wir gemeinsam raus und ich öffne vorne noch die Motorhaube und erzähle euch noch, welche Motorvarianten ihr bekommt und welche wir vor allem hier haben. Kommt mit! So, und zwar habe ich euch ja schon gesagt, das Pieps jetzt ein bisschen kommt aus dem Motor, lasst euch bitte nicht davon stören. Ihr bekommt jetzt einen 1,2 Liter Benziner mit 130 PS oder einen 1,6 Liter Benziner mit 180 oder 225 PS. Hier ist jetzt die 225 PS Variante. Ihr bekommt aber auch einen Diesel mit 130 PS und einen Plug-in-Hybrid mit 225 PS. Die Elektrovariante gibt es dann ab 2024 und hier haben wir jetzt eben die 225 Benziner PS. Mit 300 Newtonmeter maximales Drehmoment, der ist in 7,9 Sekunden auf 100, fährt von max 235 km/h, verbraucht noch WLTP 5,4 Liter, wie viel wir verbraucht haben, erzähle ich euch dann gleich noch im Innenraum. Und erstmal so viel zu den Motoren. Ich bin total auf die elektrische Variante gespannt. Jan hat euch den Plug-in-Hybrid vorgestellt. Was wir jetzt als nächstes machen, ist in den Innenraum gehen, da zeige ich euch dann auch alles, vor allem das Infotainment-System. Und anschließend fahren wir jetzt hier gemeinsam durch Frankreich. Kommt mit! Weiter geht's jetzt mit dem Innenraum und der ist genauso schwarz wie der DS4 Cross von außen. Das finde ich total cool. Und jetzt fangen wir erstmal hier mit den Sitzen an und die haben eine interessante Struktur, sind sehr weich gepolstert hier an der Seite, hier unten übrigens auch. Was mir fehlt, ist so eine Verlängerung nochmal für die Kniekehlen hier unten. Die habe ich als Fahrer, als Beifahrer leider nicht. Aber die Sitze sind wirklich sehr bequem und auch sehr langstreckentauglich. Hier oben dann noch das DS-Logo im Nacken und die Kopfstütze könnt ihr in der Höhe verstellen, auch ebenfalls sehr weich gepolstert, sehr bequeme Sitze. Jetzt schaut mit mir mal in die Tür und die, finde ich, ist was ganz Besonderes. Einen kleinen Kritikpunkt habe ich, denn mein Arm findet nicht genügend Platz auf der Armauflage. Die ist ein bisschen schmal, die ist vor allem ein bisschen kurz, die verjüngt sich ja nach vorne und da rutscht mein Arm immer so ein bisschen weg. Aber das Design ist einfach Weltklasse. Ich finde es wirklich richtig schick. Oben habt ihr dann den Fensteröffner, da habt ihr wieder dieses Clou de Paris, ihr habt eine Kombination aus Klavierlack und ihr könnt dieses Element, was jetzt aussieht wie so ein bisschen so ein Fisch, also mit so Fischschuppen, was ich aber super schön finde, in ganz vielen verschiedenen Varianten wählen. Unten habt ihr dafür ein bisschen Hartplastik. Es passt aber auf jeden Fall eine große Flasche unten rein. Sehr, sehr schicke Türen. Jetzt schaut mit mir mal hier ins Cockpit und das ist was anderes, oder? Es sieht anders aus wie Autos, die man normal in der Kompaktklasse gewohnt ist. Sehr interessant geformt hier vorne, fast wellenförmig, passt jetzt hier auch mit diesem, ich nenne es jetzt mal Fischgrätenmuster. Hier habt ihr übrigens dann nochmal ein sehr großes silberfarbenes Element, die DS nennt es glaube ich Schwert, für die Lüftungsdüse. Und jetzt machen wir hier mal die Zündung an. Wenn ich hier länger drauf drücke, sollte das gehen. Energiesparmodus, vielleicht machen wir dann doch lieber den Motor wieder an, nicht dass hier die Batterie leer geht. Und dann schauen wir uns jetzt hier gleich mal noch alles im Innenraum an. Erstmal aber noch zur Mittelkonsole. Die ist relativ schmal, aber schaut mal, ich sehe hier gar kein Hartplastik, bis auf hier unten dann. Hier an den Seiten dann auch noch mit Kunstleder. Hier dann auch noch mal Kunstleder, habt hier auch sehr viel Platz. Es passen hier 2,5 Liter Flaschen rein. Das ist schon mal sehr gut. Habt ihr auch noch einen USB-C-Anschluss, um euer Handy zu laden. Hier ist er. Wenn ich es jetzt hier wieder zumache, habt ihr hier auch die Möglichkeit, den Schlüssel zu verstauen. So sieht er übrigens aus. Schicker Schlüssel, wie ich finde. Hier habt ihr wieder ganz viel Clou de Paris. Armauflage, Drive Modes finden wir hier. Die besprechen wir gleich, wenn Jan drin sitzt. Hier habt ihr die 8-Gang-Automatik und die Schaltung dafür. Lautstärkeregler hier auch nochmal in so einem schönen Kristall-Look. Und hier habt ihr auch eben noch Park, R, N und D, beziehungsweise manuelle Schaltung. Hier vorne dann auch noch mal ein kleines Secret-Fach mit induktiver Ladefläche fürs Handy. Finde ich sehr gut, denn ich kann hier mein Handy einfach reinlegen und es auch zuklappen. Sehe das dann nicht mehr. 2 Cup-Holder habe ich auch noch und da vorne einen USB-C-Anschluss und eine 12-Volt-Steckdose. Jetzt würde ich sagen, kommt Jan mal rein
Und leider haben wir jetzt hier nicht das Glasschiebe-Panorama, doch das hätte ich euch gerne gezeigt. Dafür müsst ihr beim Jannis Review schauen. Das ist mega, denn ihr könnt das aufmachen, habt hier einfach nochmal ein besseres Innenraumgefühl. Ich stehe auf Glasdächer, aber das ist so, entweder liebt man die oder hasst sie. Ich liebe sie auf jeden Fall. Und jetzt sprechen wir über das Lenkrad und das ist sehr weich in der Hand, in der Mitte DS-Logo. Der Pralltopf hat auch so eine interessante Struktur. Hier haben wir alles für die Lautstärkeregelung, hier haben wir alles für den Limiter und die Assistenzsysteme. Und da vorne das Cockpit kann man jetzt über diesen Knopf hier steuern. Und schaut euch mal an, was ich mir alles anzeigen lassen kann. Das dauert immer ganz kurz, aber dann gibt es so verschiedene Anzeigemöglichkeiten eben. Kann mir den Bordcomputer da einstellen. Und was interessant ist, das Ganze passiert auch vorne im Head-Up-Display. Und dieses Head-Up-Display ist auch AR-fähig. Heißt, es projiziert gewisse Informationen auf die Straße, was ich schon ziemlich cool finde. Passt so ein bisschen wie in der S-Klasse, oder? Jetzt schauen wir vielleicht mal noch das Infotainment-System gemeinsam an. Und das ist jetzt hier schön integriert vorne im Cockpit. Und wir haben jetzt hier einen Knopf für Home. Was mich jetzt ein bisschen stört, ist, dass dieses Home-Zeichen nicht ganz in der Mitte ist. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir jetzt hier ein Vorserienmodell noch haben. Und wenn ich auf Home klicke, komme ich genau auf diese Ansicht und habe jetzt hier verschiedene Ansichten, die ich mir wählen kann. Schaut mal, wie schön das so ineinander übergeht, wenn ich jetzt hier rüber, ne, wenn ich hier rüber ziehe. Und hier habe ich jetzt die Liste, die mir ermöglicht, euch alles zu zeigen, was es in diesem Auto gibt, nämlich die App-Liste. Und fangen wir erstmal mit den Assistenzsystemen an. Hier habt ihr nämlich die verschiedenen Funktionen und es gibt eine Panoramakamera. Ich klicke mal drauf. Habt hier jetzt eben 360 Grad Rundumsicht. Hier seht ihr gerade nichts, weil die Tür offen ist, aber das ist schon mal echt ziemlich gut. Habt eine Hinderniserkennung, hinteren Querverkehrwarner, Spurhalteassistent, Stopp-Start-Automatik, automatisches Bremssystem, Traktionskontrolle, Tempo-Limiterkennung, Verkehrszeichenerkennung und habt hier eben auch eine Nachtsichtkamera. Kann ich euch leider nicht zeigen, weil es viel zu hell dafür ist, Tode, Winkelalarm und Müdigkeitserkennung. Also alles für teilautonomes Fahren Level 2. Und falls ihr mal nicht wisst, was welches Assistenzsystem bedeutet, habt ihr hierfür auch Videoanleitungen, die Funktion, die euch alles nochmal genau erklären. Hier habt ihr zum Beispiel die Information über das Nachtsicht. Zeige ich noch schnell. Funktion hilft Ihnen dabei, Fußgänger und Tiere in der Dunkelheit schneller wahrzunehmen. Also das finde ich super, weil wenn ich mir gerade vorstelle, dass meine Mama hier in dem Auto sitzt, könnte es sein, dass sie schnell überfordert ist von den ganzen Assistenzsystemen. Was ja gut ist, dass man viele hat, aber da hat man eben nochmal so eine kleine Erklärung. Die guckt man sich einmal an, dann hat man es verstanden. So viel dazu. Jetzt klicke ich hier wieder auf Home, gehe nochmal auf die App-Liste. Falls ihr den Plug-in-Hybrid haben solltet, hättet ihr hier auch nochmal eine Möglichkeit, eure Batterie zu saven. Also eine E-Save-Batterie, hättet auch noch eine Energieflussanzeige. Da könnt ihr beim Jan mal vorbeischauen. Und eine letzte Sache, die ich euch noch gerne zeigen würde, ist das hier. Und zwar ist es die Navigation. Die sieht gut aus. Und wenn ich jetzt hier auf Suchen klicke, kann ich entweder hier mit tippen oder ich klicke hier auf E. Und jetzt schaut mal, ich kann jetzt hier nämlich schreiben. Es ist jetzt gerade eine Vorserie, deswegen klappt das gerade nicht. Ich müsste hier draufklicken, leider funktioniert das nicht. Aber was ihr damit auch machen könnt, sind verschiedene Shortcuts, wie beispielsweise Zoom. Das versuchen wir jetzt mal. Rauszoomen, das klappt. Ich kann jetzt hier in der Karte rein oder rauszoomen. Seht ihr das? Das ist schon ganz schön cool und das soll so ein bisschen die Verlängerung sein, eben von der Armauflage hin zu diesem kleinen Display hier. Das kenne ich von keinem anderen, das finde ich sehr, sehr cool und vor allem kann ich mir das auch gut vorstellen, dass ich das jetzt hier während der Fahrt mache. Wenn wir jetzt hier nochmal zurückgehen und auf die App-Liste gehen, vielleicht noch eine Sache. Okay, Iris funktioniert jetzt in dieser Vorserie auch noch nicht. Ihr habt hier aber eine Sprachsteuerung, die noch aktuell ein besseres Update hat als eben Mercedes, wenn der DS4 auf den Markt kommt, was ja Ende dieses Jahres der Fall sein wird. Da bin ich sehr gespannt. Und eine letzte Sache, bei den Sitzen habt ihr jetzt hier eine Sitzkühlung, eine Sitzheizung und ihr habt eine Massage, was mega krass ist. Das heißt, ich mache jetzt Jan und mir hier mal eine Katzenpfotenmassage rein. Sehr, sehr angenehm. Könnt es in ja, drei verschiedenen Stufen machen, von 1 bis 3, drei verschiedene Stärken. Und eine letzte Sache, die wir jetzt noch besprechen, sind die Drive Mode. Und hier habt ihr vorne jetzt Sport, Normal, Eco und Komfort. Aber jetzt würde ich sagen, quatsch ich nicht mehr so lange, wir fahren gemeinsam los und dann erzähle ich euch mal, wie er sich so fährt. Kommt mit! Wir fahren jetzt gemeinsam los und bevor wir das tun, möchte ich euch noch ein paar Sachen zeigen. Und zwar erstmal, Lenkradeinstellung funktioniert in alle Himmelsrichtungen. Ihr seht es, ich kann es nach oben, nach unten, zu mir, aber auch ins Fahrzeug reindrücken. Heißt, ich habe mich hier sofort wohlgefühlt und auch die Sitze waren sehr gut einstellbar. Ich habe jetzt meine richtige Sitzposition. Was wir als allererstes machen, ist hier vorne auf diesen Start-Stopp-Knopf drücken. Den finde ich als einziges Element hier drin nicht so schick, weil ich eben dieses schriftlich so besonders finde, aber die Position ist sehr gut, ich komme auch sehr gut hier vorne dran.
was schon mal gut ist. Und ich komme hier auch sehr gut an die 8-Gang-Automatik. Es gibt jetzt hier auch keine Handschaltung mehr. Und hier muss ich jetzt einfach nur so runterdrücken und komme dann eben in ja, den Vorwärtsgang, Rückwärtsgang oder eben neutral. Jetzt zeige ich euch noch kurz die Rückfahrkamera. Und die ist wirklich richtig scharf. Schaut euch das mal an. Man kann hier die Steine einzeln echt in ihrer Struktur erkennen. Ich habe hier auch nochmal so Linien, die mir helfen. Bei der Rückwärtsfahrt habe ich hier aber auch eine Sicht nach vorne bzw. komplett nach hinten, wenn ich die dann eben brauche. Kannst jetzt hier auch wieder zumachen. Jetzt gehen wir mal in D und fahren in welchem Modi los? Schauen wir mal vorne. Ich würde sagen, wir fahren hier in Komfort los, weil wir fahren jetzt hier über so Kopfsteinpflaster. Und hier fällt jetzt direkt auf, dass dieses Auto sehr, sehr gut gefedert ist. Wir haben ja hier diese Kamera vorne, die ich euch gezeigt habe, die den Bodenbelag dann nochmal genau scannt und schaut, wie die Unebenheiten sind und eben die Federn dazu anpasst. Jetzt muss ich hier mal kurz gucken, dass der Golfwagen, ist es ein Golfwagen? Nein, von diesem Hotel auf jeden Fall vorbeifährt. Und schaut mal jetzt zu den Ausmaßen. Das ist jetzt da vorne relativ eng. Ich schaue mal, ob ich hier durchkomme. Ja, passt ganz gut. 1,83 Meter Breite, das ist okay. Damit kommt man auch in der Stadt sehr gut durch. Und jetzt fällt erstmal auf, wir sind jetzt hier im Komfortabel unterwegs und die Lenkung ist sogar mehr als komfortabel. Die ist super weich. Das ist schon sehr interessant. Selten so ein Auto gefahren, was so ja, ein weiches Lenkrad hat, so ein komfortables Lenkrad und vor allem auch eben diese sehr angenehme Federung. Und hört euch das mal an, wir fahren jetzt hier mit 30 km/h und ich höre fast nichts im Innenraum, obwohl wir jetzt hier einen 225 PS starken Benziner haben. Jetzt gehen wir mal über den Hubbel hier. Ja, und auch den überwinden wir echt ziemlich gut. So viel jetzt erstmal zum komfortablen Fahren. Jetzt müssen wir hier erstmal aus dem Hotelresort fahren, damit ich euch zeigen kann, was der noch so kann. Und wenn ich jetzt mal ein bisschen mehr aufs Gas drücke, ja, ist die Gasannahme okay jetzt im Komfortabel? Jetzt bin ich gleich mal gespannt, wie es im Kontrast dazu zu sportlich wird. Dann gehen wir jetzt mal direkt in Sport und fahren jetzt hier mal durch die französischen Straßen. Guck kurz, ob noch frei ist. Sehr gut. Und der kommt schon echt gut vom Fleck. Ist jetzt auch die höchste Motorisierung, die man beim Benziner bekommt. Und jetzt beschleunigen wir mal gemeinsam auf 100, wenn wir jetzt nicht mehr auf dem Berg fahren. Ich bremse runter und schau mal, was der jetzt so kann. Ja, schaltet relativ spät jetzt im Sportlichen und 100. Ja, das ist schon mal echt knackig, oder? Macht auf jeden Fall auch Spaß. Ist jetzt auch bei der Lenkung deutlich direkter als im komfortablen Modus. Trotzdem ist die Federung jetzt sehr angenehm und komfortabel, auch wenn wir jetzt im sportlichen Modus sind. DS möchte eher in Richtung komfortables Auto gehen, mit so einer komfortablen Fahrweise. Und ich habe hier vorne jetzt auch ein AR-Head-Up-Display, das mir jetzt auch Informationen zeigt, wie beispielsweise die Geschwindigkeit, die ich fahren darf, die aktuelle Geschwindigkeit, die ich fahre. Also ich habe hier vorne eine Verkehrszeichenerkennung drin, kann mir die aber auch in verschiedenen ja, Konfigurationen einstellen. Kann jetzt hier auch eine Navigation mir reinmachen, die mir dann zeigt, wo ich hinfahre oder hinfahren soll, was ich sehr gut finde, weil ich habe es direkt in meinem Blickwinkel, kann mir das aber auch sehr neutral einstellen. Ich mag am liebsten die Einstellung mit der Navigation vorne. Jetzt gehen wir mal noch die anderen Fahrmodi durch und wenn ich jetzt mal hier normal gehe, das würde ich sagen, ist jetzt so der Alltagsmodus, da ist die Lenkung genau zwischen komfortabel und sportlich angelegt, auch die Gasannahme ist jetzt nicht so stark wie bei sportlich, aber eben auch nicht so ja, komfortabel wie beim komfortablen Modus. Ich persönlich würde wahrscheinlich eher die meiste Zeit im komfortablen Modus fahren, weil ich finde, dieses Auto ist einfach sehr gut dafür ausgelegt. Dann geht es jetzt weiter mit dem Verbrauchen. Angegeben ist er ja bei 5,4 Liter. Wir sind jetzt hier durch Frankreich mit knapp über 6 Liter gefahren. Das ist gut. Das ist ein hochmotorisierter Benziner, Vierzylinder übrigens mit 1,6 Liter. Falls es euch zu viel wäre, hättet ihr noch immer die Wahl zwischen einem 180 PS Benziner oder einem 130 PS Benziner oder auch einen 130 PS Diesel, falls ihr beispielsweise längere Strecken fahrt. Wenn ihr jetzt eher jemand seid, der gerne elektrisch fahren möchte, auch mal nur zur Arbeit und zurück elektrisch fahren möchte, wäre der Plug-in-Hybrid was für euch, denn da könnt ihr eben eine rein elektrische Reichweite von bis zu 55 Kilometer erreichen. Jan hat ihn euch ein bisschen ausführlicher vorgestellt, da könnt ihr dann gerne mal bei ihm auch ins Review reinschauen. Welche Variante ich wählen würde, vermutlich für mein Fahrprofil den Diesel, weil wir sehr viel unterwegs sind, sehr weite Strecken fahren und dann eben den 130 PS Diesel. Der hier ist eher sowas fürs ein bisschen knackiger Fahren, für die, die auch mal eher ja, das
Gasfüßchen ein bisschen mehr benutzen oder eben den Plug-in-Hybrid, wenn man sagen möchte, ich möchte eben emissionsfrei fahren zur Arbeit und auch wieder zurück als Durchschnittspendler. Sonst habe ich eine sehr gute Rundumsicht und ich habe euch ja gesagt, ich habe ein bisschen Angst, dass ich nach hinten nicht gut raussehe. Die Angst widerlegt sich jetzt aber, weil ich habe echt einen guten Blick nach außen, habe hier übrigens einen rahmenlosen Spiegel, der super schick aussieht. So ein Spiegel mit Rahmen wird hier auch gar nicht reinpassen bei dieser Designmarke. Und auch nach rechts und links sehe ich gut. Ich habe hier alle Assistenzsysteme, die ich brauche, für teilautonomes Fahren Level 2. Habe einen Spurhalteassistent, habe einen Limiter, den ich hier reinmachen kann, wenn ich das möchte. Und das ist schon alles gut. Ich habe hier alles, was ich brauche. Ich stehe auch hier drauf, dass ich hier so ein bisschen sitze wie in so einem Kokon. Ich fühle mich gut im Auto. Ich fühle mich ja sehr komfortabel. Ich fühle mich aber vor allem wohl und das ist mir total wichtig. Aber jetzt würde ich sagen, quatsch ich nicht mehr so lange. Wir fahren gemeinsam zurück und ich erzähle euch, wo der DS4 beginnt und was der jetzt hier so kostet. Kommt mit. Weiter geht's jetzt mit meinem Fazit. Oh mein Gott, das ist süß. Enten. Aber jetzt sprechen wir erstmal über das Design und über die Wettbewerber. Denn in der Kompaktklasse gibt es ja super viel. Es gibt einen VW Golf, es gibt einen Seat Leon, aber auch eben auf der EMP2-Plattform den Peugeot 308 oder eben den Opel Astra, den wir euch kürzlich vorgestellt haben. Und Autos verkaufen sich über Design. Und der DS4 gibt da auf jeden Fall Gas. Es ist ein sehr besonderes Auto. Mir gefällt es persönlich auch sehr gut. Es ist an manchen Ecken auch überdesignt. Ich bin ja eine Frau, ich finde das super schick, wie beispielsweise die Leuchten hinten oder auch hier die Leuchten vorne. Ich stehe aber hier auf die Kombination von diesem All Black, was wir jetzt hier haben, in der Cross-Variante. Es gibt sehr viele Motorvarianten, vom Diesel bis hin zum Benziner, bis hin zum Plug-in-Hybrid, der aktuell aus meiner Sicht am meisten Sinn macht, denn ihr habt eine große Leistung von 225 PS, könnt aber dennoch rein elektrisch fahren mit bis zu 55 Kilometer rein elektrischer Reichweite und bekommt auch noch eine Förderung. Was ich bei DS total gerne mag, ist, dass sie sehr viel Wert auf Qualität legen, vor allem im Innenraum. Ich mag die Verarbeitung, ich mag die Rivoli-Ausstattung, die wir jetzt hier haben. Das ist was ganz Besonderes. Man fühlt sich sehr, sehr wohl in diesen Autos und es fährt sich auch sehr gut. Und jetzt sprechen wir über den Preis. Und der DS4 beginnt bei 28.900 Euro. Das ist ein guter Einstiegspreis. Das ist dann für den kleinen Benziner, so wie er jetzt hier aber dasteht, mit den 225 PS als Benziner in der Cross-Variante als Rivoli, beginnt er bei 45.000 Euro. Und ihr bekommt hier leider auch keine Förderung, weshalb ich wahrscheinlich eher zum Plug-in-Hybrid greifen würde und eben auch etwas emissionsfreier unterwegs wäre. Falls euch das zu teuer sein sollte, dann könnt ihr auch gern bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischauen. Was machen die? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch unter Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Carcrush Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!